Ja, moin, liebe Leute, ich bin's, euer Türti, und ich heiße euch wieder herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. 25. Spieltag gegen Hertha BSC, die stehen zurzeit auf Platz 17. Nur WN Wiesbaden ist gerade schlechter, auf dem 18. Platz stehen die. Die spielen gegen Leipzig, wohl bemerkt. Außerdem haben wir heute die Partien gegen FC Liverpool, das Rückspiel, und gegen Bayern München im Ligaspiel. Ja, Bayern München steht auf 3. Ja, Hertha gesagt, 17. Liverpool, Rückspiel, Hinspiel haben wir jetzt 2-1 gewonnen. Daher haben wir eine gute Ausgangslage. Nicht perfekt, aber eine gute. So, wir machen erstmal ein paar Einzelgespräche, würde ich sagen. Ne? So, Nanami, ja, der braucht eine doppelte Portion. Einzelgespräche, Brand kriegt auch mal eins. Okay, kriegt auch Kandak. Und ja, da würde ich sagen, kriegt sogar Nanami die dreifache Portion an Einzelgespräche. So, mittelmäßiger Platzzustand. Ja, komm, da warten wir noch, bis wir das wieder optimieren. Ansonsten gibt es jetzt nichts, ne? Hier, wer steht denn hier kurz davor? Bernsdorf ist verletzt, okay. Cavaré ist ja auch verletzt. Stimmt, ne? Cavaré ist verletzt. Ja, Ahmed hat fast Viererkette fertig. Der Schomorodov hat Torinstinkt fast fertig, sehr gut. Ja, beim Bastos braucht noch ein bisschen was, beim Ombato auch. Videra ebenfalls. Ox auch. Ja, kriegen wir alles gebacken. Ja, Köttler spielt dann dafür erstmal. Ne? Unser talentierter Linksverteidiger, mittleres Talent. Unser vierter Innenverteidiger sozusagen. Auch er muss jetzt mal ran. Wir gehen auf jeden Fall in die nächste Woche hinein. Golubitski tut das Lob sehr gut. Nanami freut sich über die aufmunternden Worte. Und Hendrik Vigiani wechselt zu FC Emmen in die Niederlande. Ablösefrei wechselt er. Nanami tut das Lob sehr gut wieder mal. Brandt ist sehr erfreut über dieses Lob. Pokal Deutschland, Halbfinale. Da geht es auch zur Sache. Mainz verliert in der Verlängerung 0-1 gegen Wolfsburg. Ja, und Nürnberg verliert 1-4 gegen Frankfurt. Also ein klares Ergebnis. Das bedeutet Finale zwischen Wolfsburg und Frankfurt. Wir können auch mal gleich mal auf die Tabelle gucken, wo die jeweils stehen. So, nationaler Pokal Spanien haben wir hier auch. Valencia 0-3 gegen Celta Vigo. Real Madrid 1-1 gegen Real Sociedad. Und so weiter und so fort. Emmen ist auch sogar ein Pokal. Die holen sich ja jemanden ablösefrei. So, Österreich-Pokal haben wir auch. Boah, Alltag, 0-6 gewinnen sie gegen Admira Wacker. Ja, und hier Wolverhampton 0-1 gegen Chelsea. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Rückspiel, ne? Ja, müsste. Ja, Wolfsburg-Eintracht, Frankfurt-Finale, wie gesagt. Okay ist glücklich, dass sein Engagement beachtet wird. Kandak tut das Lob sehr gut. Der Heilungsprozess von Ruben Bernsdorf macht wirklich erstaunliche Fortschritte. Er wird vermutlich einen ganzen Monat früher als geplant wieder einsatzfähig. Aber das hatte ich noch nie. Ein Monat früher? Heftig. Also, das freut mich. Sehr schön. So, Nanami ist sehr erfreut über dieses Lob. Wir gucken mal. Das bedeutet in 12 Wochen. Ja, das heißt natürlich, diese Saison ist er trotzdem nicht fit. Ne, aber wahrscheinlich zum Start der neuen Saison ist er fit. Das wäre schon mal richtig nice. So, Cavaré ist noch Risiko, deswegen lassen wir ihn raus aus dieser Partie. So, Rashidi, 4 Einsätze, ein Einsatz wird er auf jeden Fall noch machen. Brandt hat 3, braucht auch noch 2 ungefähr. Okay, ja, ansonsten würde ich da jetzt nichts machen. Wir lassen normal einen Einsatz. Ja, ich würde jetzt normal machen bei 5. Ja, Lieblingsgegner, ja, gucken wir mal. Ah, hier.
also dieser Gegner, der liegt uns. Die haben doch die Hosen voll. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden, sehr gut. So, 40.062 Zuschauer, 14.289 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Ja, im Hinspiel haben wir sogar gewonnen, 0-1, also knappe Kiste. Ja, und Joko Winterscheid tippt ein 3-3 Unentschieden. So, Abilio bringt den Ball unter Kontrolle, legt vor den Strafraum quer. Videra sieht sich Genser gegenüber und verliert den Ball. Ombatu jetzt versucht, Fajic auszuspielen, geht an ihm vorbei, bringt das Leder unter Kontrolle, spielt ihn dann wieder zurück ins Mittelfeld. Polozzi schlägt den Ball hoch vor die linke Strafraumecke. Ombatu nimmt den Ball mit und kann vor den Strafraum querlaufen. Bringt den Ball nach einem Stopperer unter Kontrolle und spielt den Ball auf die rechte Seite hinaus. Ahmed schaut und wechselt erstmal den Flügel. Doch keiner kommt an den Ball heran, dieser landet im Seitenaus. Schade. So, Ashraf Mustafa stoppt den Ball, spielt ihn links Richtung Mittellinie zurück. Osterhof hat alle Zeit der Welt, läuft in die Mitte, schlägt den Ball auf die linke Seite hinaus. Gonzalez marschiert auf den Strafraum zu und stoppt den Ball etwa 21 Meter vor dem Tor und leitet ihn sofort in den Strafraum weiter. Doch der Ball ist so schnell und landet im Tor aus. Abilio jetzt versucht, Ashraf Mustafa auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an, hat aber damit kein Glück und auch der nächste kann ihn nicht stoppen. Bricht nochmal ab, läuft zur Mittellinie zurück, plankt den Ball in die Mitte. Golubitski spielt den Ball nach links hinaus. Polozzi schaut und lupft den Ball links vor den Strafraum. Ombato bringt das Leder unter Kontrolle, spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Golubitski spielt den Ball nach links hinaus. Polozzi marschiert, verfolgt von Gonzalez Richtung Mittelkreis. Spielt den Ball nach rechts hinaus. Abilio schaut sich um, spielt den Ball dann in die Mitte. Polozzi passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Abilio schaut sich um, spielt dann quer. Polozzi sieht, dass Aligi zu weit vor der Torlinie steht. Traut sich dann einen Schussversuch nicht zu. Und spielt den Ball auf die linke Seite hinaus. Abilio spielt quer in die Mitte. Polozzi passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Boah, es hat eine lange Textpassage. Am Ende passiert nichts. Und da ist das 0-1 für uns. Mike Abilio, der Torschütze. Abilio nochmal. Spielt nach rechts außen zurück und startet Richtung Eckfahne. Ahmed hat es überhaupt nicht eilig. Läuft in die Mitte. Schlägt den Ball weit auf den linken Flügel hinaus. Aber da ist überhaupt niemand. Ja, wir gehen mit dem 0-1 in die Kabine. 0-4 Chancen, also wir dominieren das Spiel auf jeden Fall. Abilio kriegt ein Lob, Abilio lacht auch und zur Zeit läuft das einfach voll genial, sagt er dazu. Und wir sagen, macht sie fertig. Ja, wenn wir schon 4-0 Chancen haben, ne? Eckball jetzt von der rechten Seite für uns. Leo Deutscher schlägt den Ball hart nach innen. Aber so hoch kann keiner der Spieler dort springen. Gelbe Karte für Zapata wegen Meckerns. So, 68. Minute. Ahmed spielt nicht gut. So, dann würde ich sagen, kommt der Rashidi rein. Videra versucht, Genser auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Videra nimmt den Ball an. Dribbelt nach rechts. Flankt dabei sofort in den Strafraum. Doch der Ball ist zu weit und landet im Tor aus. Ach, der Nächste, der nicht flanken kann. Ja, ich packe trotzdem jetzt mal den Brand rein. Wie gesagt, gefährlich, gefährlich. Wer mich als Trainer hier kennt, ich lebe immer gefährlich. So, Gonzalez kommt jetzt, landet auf den anderen Flügel sein Ball. Leon versucht, Rashidi auszuspielen, geht an ihm vorbei. Leon sieht, dass er jede Menge Platz hat und läuft mit dem Ball am Fuß in den Strafraum. Holt aus, spielt den Ball, spielt überraschend quer zu Gögül. Gute Schussmöglichkeit, aber weit über das Tor. Gut für uns. Ja, ansonsten Sinani 4,5, aber der hat sowieso nichts auf den Kasten bekommen, so wirklich. Ja. Ansonsten ja, würde ich alle jetzt drinnen lassen. Ne? Die anderen haben ja alle genug schon gespielt. Über die Saison.
Ja, Meffert sowieso. Aber wenn ich Meffert reintue, dann mache ich da eigentlich keinen... Und da ist das 0-2. Der Keeper macht ein Eigentor. Man glaubt es kaum. Das Eigentor hätte ich mal gerne gesehen. So, Einwurf. Neon verlängert den Ball mit dem Kopf. Aber zu weit für seine Mitspieler. Der Ball geht ins Aus. Und wir gewinnen am Ende mit 0-2. 1-6 Chancen. Wäre natürlich deutlich mehr drin gewesen. Aber 0-2 nur Abilio und Alijim im Eigentor. Leo Dörter war der beste Spieler. Spielwertung 5. Schwach. Alijim mit einer 2,5. Er ist wahrscheinlich ein bisschen, die Note ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht aufgefallen, weil er das Eigentor gemacht hat. Man weiß es nicht. Obwohl er 2,5 hatte, der ja auch in der Halbzeitpause. So, Rashid hat eine 3,5, Brandt hat auch 3,5, von daher hat sich da nichts getan. Aber der Rashid war zum Beispiel besser als der Ahmed auf dem Platz. Ist nicht schwer, aber gut. Paderborn gewinnt 1-0 gegen Frankfurt. Gladbach gewinnt 2-0 gegen Darmstadt. Augsburg gewinnt 2-0 gegen Viktoria Köln. Wir gewinnen 0-2 gegen Hertha. Viele 2-0, ne? Wien Wiesbaden, oh, gewinnt 2-1 gegen Leipzig. Wichtiger Sieg. Dortmund spielt 0-0 gegen Wolfsburg. Ach stimmt, wir wollten ja gucken, wo Wolfsburg und Frankfurt steht, ne? Also Wolfsburg steht schon mal auf Platz 6 und Frankfurt auf 8. Ich weiß jetzt nicht, um welche Plätze geht es da? Europa League, ne? Das heißt, wenn Frankfurt das Ding gewinnt, dann sind die in der Europa League. Wolfsburg sowieso, aber Frankfurt dann auch. Hamburg verliert erstmal 1-2 gegen Bayern. Mainz verliert 1-5 gegen Duisburg. Ich denke mal auch nicht, dass die absteigen werden hier. Und Nürnberg verliert 1-3 gegen Leverkusen. So, boah. 1, 2, 3, 4... 5 Stück haben 12 Tore geschossen. Und Bartu und Bastos sind auch mit dabei von uns. Sehr schön. So, Topscorer ist Isoralde. 18 Punkte, 12 Tore, 6 Vorlagen. Und Bartu ist auf Platz 5. Bolozzi auf 11. In der 11 des Tages immerhin der Leo Dolter und der Köttler. Oh, sogar der Köttler. Ja, krass. 3 von Duisburg, Antonic, Kramer und Bukowski. Die beiden, die drei kennen wir alle noch. Dass da noch so viele sind, die wir kennen, ne? Ja, Bayern München und HSV möchte uns haben. Bayern steht gerade auf 3, HSV steht kurz vor dem Abstieg, sagen wir mal, 16. Platz. Beide bieten gutes Geld, Bayern natürlich ein bisschen mehr, aber danke, nein. So, Transfers, Vigiani wechselt von Duisburg nach Emmen. Ach, Duisburg hat er gespielt, ah, krass. Nunes wechselt von Norwich nach Slavia Prag. Lukas Ehrlich von Viktoria Köln nach Hertha BSC. Ja, kann er direkt in der zweiten Liga wahrscheinlich spielen. Außer sein Vertrag gilt nur für die erste Liga. Dann bleibt er natürlich auch bei Viktoria Köln. Bei Viktoria Köln steht ja weiter oben. Mehmet Kaya wechselt von Athletic Bilbao nach Man City. Auf jeden Fall. Ist ein Libero. Mhm. So, Daniel wird umworben. Ja, da haben wir geguckt, ne? Aber, ja, ich sehe, der wäre nämlich ablösefrei. Achso, der hat noch kein Angebot. Ah, okay. Sobald er ein Angebot hat, werden wir mal gucken. Wie gesagt, wir wollen ja wegen Sinani. Eigentlich wollen wir den ja abgeben, aber als dritter Keeper, der Daniel vielleicht, na, müssen wir mal gucken. So, wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Liverpool. Shomorodov hat sich in Sachen Torinstinkt verbessert. Sehr schön. Oh, er hat es gelernt, wie auch immer. Als nächstes würde ich sagen, jetzt bin ich am Überlegen, ey. Schusskraft, ne? Kopfball. Machen wir mal Schusskraft. Würde ich sagen. So, Videra kriegt ein Einzelgespräch. Der Cavaret wird auch mal besucht. Den haben wir noch gar nicht besucht, sehe ich gerade. So, Rashidi, Nanami, Meffert, Brandt. Auf jeden Fall in der Champions League nämlich nur die Besten mit. Und Abbey. So. Beliebtheit, ja. Also Öffentlichkeit, Fans und Spieler, da sind wir on top. Ne, nur bei den Medien, ne? Aber Medien ist mir sowieso so was von egal. Ne, sollen die uns hassen wie die, ne, Pest, aber ist halt so, ne? Was haben wir denn eigentlich für einen Ruf? Image eines Wissenschaftlers haben wir. Na, kann man so sehen, ja. So, okay, ja, wir spielen jetzt
Zwei Auswärtsspiele haben wir, gegen Liverpool und gegen Bayern. Da schauen wir uns mal an. Videra, der ist glücklich, dass sein Engagement beachtet wird. So, Sean Parks wechselt zu FC Chelsea ablösefrei. So, Rashidi meint, da ist die Hauptsache. Nanami ist sehr erfreut über dieses Lob. Und wir spielen jetzt gegen Liverpool. Ja, Cabaret ist noch Risiko, deswegen wird er auch nicht spielen. Börner und Köttler sind in der Innenverteidigung. So, Brand kommt mal raus. Abby kommt mit. Abby spielt auch mal. Würde ich sagen. 56. 55. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Rashidi nehmen wir nicht mit. Bruno kommt mit. Ansonsten würde ich sagen, wer kommt noch mit? Ja, da war es eigentlich. Ne, Okai kommt noch für Shomorodov mit. Wie gesagt, da kommen die Besten mit in der Champions League auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal. Härte 0. Boah, können wir auf jeden Fall rausspielen. Kann man auch gewalttätig spielen eigentlich, oder? Wie gesagt, wenn wir zurückliegen, dann machen wir mal auf gewalttätig, wenn da Härte 0 ist. Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte nach der Stärke gucken. Na gut, 17 Punkte stärker sind wir. Alles klar. Wir sagen mal nix. Ausverkaufte Hütte in der Anfield. 8.139 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Und Piers Borsenen tippt ein 2:2. Damit werden wir auf jeden Fall in die nächste Runde. Gasper kommt an der Strafraum ganz völlig frei zum Schuss. Ach, Gasper. Sinani klatscht den Ball nach vorne ab. Und hat ihn dann aber im Nachfassen sicher. Also sehr gut. Eckball jetzt von der linken Seite für uns. Leo Deuter schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Aber dort steht Guardiol und köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Debiak nimmt den Ball mit. Traumflanke. Razzotti nimmt den Ball 12 Meter vor dem Tor mit der Brust an. Herrlicher Seitfallzieher. Und da ist das 1:0. Damit wären wir sogar jetzt raus. Ebbe dringt in den Strafraum ein. Kontrolliert den Ball und wird von Viafara bedrängt. Doch er kann seinen Bewacher abschütteln. Wunderbarer Pass auf Ombatu. Der zieht ab. Weit, weit über das Tor. Golubitski wird von Gaspar angegriffen. Und spielt den Ball auf links hinaus. Polozzi zieht den Ball sofort hoch in den Strafraum. Direkt Abnahme Ombatu, genau auf den Torwart. Der packt sich dazu. Sofortiger weiter Abschlag in die Sturmspitze. Er kommt zum Glück nicht an. 2:4 Chancen, also wir sind schon die bessere Mannschaft. Ja. Da ist doch noch gar nichts verloren. Wir muntern die Jungs mal auf. Polozzi nimmt den Ball mit. Könnte den vollkommen freien Ombatu anspielen. Versucht es auf eigene Faust. Weit vorbei. Polozzi wieder an. Nimmt den Ball mit. Könnte den vollkommen freien Abby anspielen. Versucht es auf eigene Faust. Vorbei. Ach man, passt doch einfach rüber. Ups. So, wir spielen jetzt auf gewalttätig. Let's go. Wir riskieren da noch nichts. Leo Deuter holt aus, aber Elliot ist schneller und spitzelt ihm den Ball vom Fuß. So, wir müssen jetzt Risiko gehen. Weil wie gesagt, sonst sind wir raus. Golubitski, taktische Gründe, ich weiß, geht ein bisschen an der Moral. So, zack, zack, weil der Kopfball stark ist. Und ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus. Videra kommt jetzt nochmal rein. Die werden ein bisschen nach innen gezogen. So. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ey, wir müssen alles geben jetzt. Sonst sind wir raus. Und da ist das 2:0, ja. Die einen werden sagen, damals, oh, okay jetzt. Wir werden jetzt in der Verlängerung. 2:1. Wir gehen runter auf kontrolliert. Ne, wir machen normal. Cartwright schießt sofort. Torwart Sinani steht genau richtig und wird angeschossen. Und hat den Ball im Nachfassen.
So, Polozzi spielt den Ball direkt in den Strafraum. Ombato kontrolliert den Ball und wird von Cicinho bedrängt. Doch, er kann seinen Bewacher abschütteln. Wunderbar, Pass auf Okai. Der zieht ab. Schmidt kann den Ball nicht festhalten. Cartwright reagiert am schnellsten und buxiert das Leder aus der Gefahrenzone. Kommt, Leute. Mann. Verlängerung. Sosa Bastos hat freie Schussbahn. Satter Distanzschuss. Tor. 2-2. Wir sind jetzt im Moment weiter. Gaspar hat freie Schussbahn. Nutzt die Lücke. Versucht das mit einem Schuss. Knapp vorbei. Gelbe Karte für Jake Barker, nachdem er seinen Gegenspieler umgeschubst hatte. Gaspar schaut auf den linken Flügel hinaus. Aber sein Pass ist so ungenau und geht in Seiten aus. Sehr gut für uns. Ebbe dringt in den Strafraum ein. Spiel zur Torauslinie. Okai erläuft sich den Ball und zieht aus spitzen Winkel sofort ab. Keine Chance. Keine Chance für Schmidt. Das ist das 2-3. Das müsste jetzt safe sein. So, wir machen jetzt, Abwehrriegel. Und wir gewinnen das Spiel mit 2-3, Leute. Wir sind in der nächsten Runde. Das heißt, die taktische Ausrichtung hat was genützt. Hoffentlich. Also ich denke mal schon, dass das deswegen war. Okay, bester Spieler. Ne, dass der reinkam, 5-11 Chancen. Kreuzbandanriss bei Elliott, gute Besserung. Wir gucken mal auf die Noten. Okay mit der 1,5, als er reinkam. Sehr schön. Köttler 4,0, okay, ausgewechselt wurde er, ja. Videra kam nochmal rein, 3,0, okay. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir weiter sind. Wie gesagt, wir mussten richtig offensiv reagieren, deswegen haben wir auch offensiv gespielt. Am Ende wurden wir belohnt, 2-3 nach Verlängerung gewonnen. Sehr schön. So, ansonsten, Bayern München ist auf jeden Fall weiter, die haben 0-5 gewonnen gegen Groningen. Ja, Leverkusen ist leider ausgeschieden. 1-1 im Hinspiel. Aber ja, Man City, weil die ja auswärts das Tor geschossen haben, sind sie weiter. Wir sind auf jeden Fall weiter. Hinspiel 2-1 gewonnen, Rückspiel 3-2 gewonnen. Und ansonsten ist SCR Alltag weiter. Hinspiel 1-1 gegen Almelo, aber 3-1 dann zu Hause gegen Almelo gewonnen. So, Europa League. Da ist auf jeden Fall weiter Girona. Hinspiel 3-1 gewonnen, Rückspiel 0-1 verloren. Dynamo Kiew gegen Barcelona, da müsste ja Barcelona weiter sein, wegen der Auswärtsregelung. Da müsste auf jeden Fall Salzburg weiter sein. Hinspiel 2-0 gewonnen, Rückspiel 2-2. Ja, und Paderborn ist weiter. Hinspiel 1-3 gewonnen hat Paderborn und Rückspiel 1-0 verloren, deswegen sind sie auf jeden Fall weiter. Und Halbfinale-Paarung. Man City muss gegen Bayern München und wir müssen gegen SCR Alltag. Das heißt, es kann ein deutsches Finale geben. Okay, die Österreicher, die deutschsprachig kann man da sagen. Auf jeden Fall kann deutsches Finale geben. Ne, mit Bayern gegen... Boah, wir dann schon wieder gegen Bayern, ey. Ach, Mann. Außerdem Europa League, Salzburg muss gegen Paderborn und Girona gegen Barcelona. Das heißt, eine spanische Mannschaft ist auf jeden Fall im Finale. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir machen natürlich ein bisschen höher das Angebot hier. Zack, zack, zack. Da machen wir sogar 210. Ja, Siegprämie machen wir 9.000. Vorher haben wir, glaube ich, 7.000. Meffert ist äußerst erfreut, dass seine Leistungen gewürdigt werden. Brand, super, der Trainer weiß, was er immer hat. Und Abby meint, da ist die Hauptsache. So, okay. So, Schumrodov kommt wieder auf der Bank. Brand kommt mit. Vedera. 5 Tore, 2 Vorlagen. Ne? 3 Tore, 1 Vorlage bei 17 Einsätzen. Vedera hat 19 Einsätze. Dann kommt Abby mit. Cavaré kann auch wieder spielen, sehr schön. Kommt dann auch direkt rein. Köttler kommt auch rein. Brune geht raus. Für Spiele hat der schon gemacht, 6. Ne? Aber wir können auch hier auf der Info, ne? Da vergesse ich immer. Rashidi hat auch 5 Einsätze, dann passt das auf jeden Fall. Belic hat 6, dann passt das auch. Sehr gut, passt alles. Also haben alle ihre Spiele außer Brand. Brand, da fehlt noch eins. Mal gucken, vielleicht gegen Bayern, je nachdem,
ob wir führen oder nicht. Obwohl gegen Bayern, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Videra kommt dann mit. Okay kommt auch mal mit für Shomorodov. Das hat er jetzt seine Partien bekommen, darum geht es mir nur. So, wir spielen weiter auf Rau. Ansonsten lassen wir alles. Sollen wir 6 Punkte sagen? Nee, ne? Wir können dieses Jahr Meister werden, Leute. Also geht da raus und zeigt es ihnen. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. Ja, ich glaube, das ist eher, wenn letzter Spiel ist oder so, ne? Also, ja, wo die Entscheidung fallen kann. So, Zuschauer 75.024 ist ausverkauft. 13.101 sind aus Gelsenkirchen mitgereist. Ja, und Franziska van Almsick tippt ein 2:2 Unentschieden. Sosa Bastos lässt Petrovic wie ein Anfänger stehen, nimmt den Ball mit, dribbelt nach rechts, setzt sich gut gegen Matsui durch, hat freie Schussbahn, sieht die Lücke, Gewaltschuss aus 27 Metern, aber weit über das Tor. Aber in diesem Moment fliegt eine Rabe friedlich vorbei, wird vom Ball getroffen, dieser wird abgelenkt. Hä? Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Also da bin ich ein bisschen sprachlos, ne? Auf jeden Fall kriegt Matsui jetzt erstmal gelb. Freistoß von der linken Seite für uns, direkt da. Torentfernung 20 Meter, Albrighi läuft an. Zickert den Ball um die Mauer aufs kurze Eck. Keine Chance für Ortega. Genau ins Eck, 0-2. So, nochmal kurz Pause. Aber das mit dem Raben, das habe ich ja noch nie gehabt. Was ist das für eine spektakuläre Folge? Erste Bernsdorf, wird einen Monat früher fit. Und dann kommt jetzt einfach mal dann haben wir in Liverpool richtig heftiges Game. Und dann jetzt hier mit dem Rabe, also spektakulär. Karaula schaut, spielt den Ball direkt in den Strafraum. Adeyemi nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor am 11-Meter-Punkt an. Und schießt sofort aus der Drehung. Torwart Sinani steht genau richtig und wird angeschossen. Und hat den Ball im Nachfassen. Ahmed dringt mit dem Ball in den Strafraum ein. Keiner greift ihn an, zieht ab. Der Ball geht eigentlich am Tor vorbei, aber Ortega springt dennoch. Kommt aber nicht mehr ran, also Abstoß. Gelb-rote Karte für Alec Matsui wegen üblen Foulspiels. Das heißt, sie sind jetzt in Unterzahl. 2:6 Chancen für uns. Wir machen ein gutes Game. So, Bastos kriegt ein Lob. Man sieht Lars Sosa Bastos wirklich an, dass er zurzeit Spaß am Fußball hat. Ja, und wir sagen, ja, konzentriert weiter so, ne? Und jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. So sieht's aus. Einwurf für Bayern. Von der linken Seite durch Adeyemi. Der wirft kurz zu Petrovic. Der spielt zurück zu Adeyemi. Schöne Flanke, aber Sinani hat das genau durchschaut. Abilio jetzt. Flankt dabei sofort in den Strafraum. Kein Abseits. Ombato ist rein Schritt schneller als Monamey und kommt mit der Fußspitze an den Ball. Aber weit über das Tor. Ahmed lässt Adeyemi wie ein Anfänger stehen. Bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Ebbe sieht den Weg nach vorne versperrt und trabt auf die linke Seite hinaus. Spielt das Leder zentral vor den Strafraum. Kein Abseits, Golubitski schirmt den Ball geschickt gegen Petrovic ab und leitet ihn nach links weiter. Ebbe marschiert auf den Strafraum zu und bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle. Spielt den Ball auf die linke Seite hinaus. Polozzi marschiert auf den Strafraum zu und leitet den Ball nach links weiter. Leo Dotter stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Polozzi nimmt den Ball mit, zieht nach rechts. Ahmed nimmt den Ball mit, aber wird von Diaz Correa sofort gestoppt. So, 67. Minute. Golubitski versucht, Petrovic auszuspielen. Geht an ihm vorbei, nimmt den Ball mit. Schießt sofort. Sicher gehalten von Ortega. Schade. Ja, also ich würde sagen, Nanami kommt mal für Polozzi rein. Weil wir es können. So, 78. Minute. Meffert kommt mal für Golubitski rein.
82. Ich würde sagen, Okai kommt nochmal für Ombato rein. Da können wir mal auf normal spielen. Gelbe Karte von Mona May wegen absichtlichen Handspiels. Ja, und wir gewinnen am Ende mit 0 zu 2, 2 zu 8 Chancen. Also in der zweiten Hälfte hatten sie keine einzige weitere Chance. Bester Spieler war Ortega, der Keeper von Bayern. Spielwertung 4 mäßig. Ja, Ortega hat auch eine 2,0. Weil in der zweiten Hälfte musste der ja öfters ran, weil Matsui ja gelb-rot kassiert hat. Das ist Mittelfeld gewesen, okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, 2-0 gewonnen. Richtig und wichtig. Und ja, wir gucken mal auf die anderen Plätze. Nürnberg spielt 4-4 gegen Paderborn. Leverkusen verliert 1-3 gegen Augsburg. Wichtig für uns. 9 Punkte Vorsprung haben wir. Leipzig spielt 0-0 gegen Hamburg. Duisburg spielt 2-2 gegen Dortmund. Wolfsburg verliert 0-1 gegen Gladbach. Bayern verliert 0-2 gegen uns. Frankfurt gewinnt 5-0 gegen WM Wiesbaden. Darmstadt verliert 1-2 gegen Mainz 05. Und Viktoria Köln verliert 0-1 gegen Hertha. Ja, Viktoria Köln auf 9. Platz. Wie gesagt, wegen Hertha. Ne? Weiß ja nicht, ob von den 9 der Vertrag auch für die zweite Liga gilt. Aber haben ja jetzt gewonnen. Ne? So, in der 11 des Tages immerhin der Bastos und Ahmed Ortega von Bayern. Hat ein gutes Spiel gemacht mit der 2,0 als Note. So, Valencia und Sociedad sind im Finale in Spanien. Hier ist FC Emmen auf jeden Fall und müsste Twente Enschede sein. So, in Österreich haben wir Salzburg und SC Altach. Ganz souverän. Genau, das sind die Finalen. So, Parks. Wechsel von Salzburg. Ah, von Salzburg kommt der, okay. Baltasar wechselt von Girona nach Athletic Bilbao haben wir da noch. Ja, alles klar. Sonst noch was? Ne? Ne. Ja, viele für die Nationalmannschaften nominiert, ist klar. Ist da nichts Neues. Na, haben wir ständig. Von daher keine Rede wert. Oh, hier ist sonst nichts. Wir spielen in der nächsten Folge auf jeden Fall gegen unser Konkurrent. Ist auch ein Revierderby gegen Duisburg. Ne, von daher. Außerdem haben wir das Hinspiel gegen SCR Altach und dann gegen VfL Wolfsburg, das Ligaspiel. Duisburg steht auf 12 und Wolfsburg steht auf 8. Ne, müssten 6 Punkte drin sein. Obwohl Duisburg hat sich ja langsam gefangen. Duisburg und Wolfsburg, ja, die müssen halt aufpassen. Ja, genau. Wir machen ansonsten erstmal ein paar Gespräche. Golubitski zum Beispiel, Ombatu, würde ich sagen. Meffert. Okai. So, Rashidi. Doppelgespräch. Und nochmal Ombatu, würde ich sagen. In diesem Sinne, liebe Leute, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, ich habe auch eine Umfrage gestartet. Wäre cool, wenn ihr da eine kleine Mitbeteiligung da lässt. Ne, würde mich riesig freuen, ne, für ein neues, euer weiteres Projekt beziehungsweise. Ja, wäre cool auf jeden Fall. Würde mich riesig freuen. So oder so sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.